Grüezi und herzlich willkommen. Heute gehen wir auf die Alp, genauer auf die Alp Grüm und noch etwas genauer, wir gehen nicht, sondern wir fahren mit der Rätischen Bahn ab Buschiavo im Kanton Graubünden. Wir machen Halt im Restaurant der Alp Grüm Station von der Rätischen Bahn, genießen die Aussicht auf den Piz Palü. Wenn dann irgendwann die Wolken verschwunden sind, dann gehen wir weiter, diesmal zu Fuß zu einer Stärkung im Hotel Ristorante Belvedere auf knappen 2200 Metern über Meer. Natürlich genießen wir die tolle Aussicht ins Val Poschiavo und bestaunen die Pflanzenwelt. Verlieren wir also keine Zeit, los geht's! Okay, auch weil es natürlich bequemer ist, nehmen wir in Poschiavo den Zug Richtung Alp Grüm. Der Ausblick ins Tal, phänomenal, im Vordergrund San Carlo, das oberhalb Poschiavo liegt. Bereits nach einer guten halben Stunde Fahrt sind wir bei der Station Alp Grüm angekommen und unser Zug verabschiedet sich Richtung Pontresina. Wir können uns an der Aussicht auf den Palüsee und den Piz Palü kaum satt sehen. Und in einiger Entfernung geben die Wolken den Blick frei auf den Palü-Gletscher. Die Bahnstation, die auch Hotel und Restaurant ist, liegt auf 2091 Metern über Meer und kann nur mit dem Zug, zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Und natürlich erwähnenswert, sie liegt an der berühmten Panoramastrecke der Rätischen Bahn, gehört zum UNESCO-Welterbe. Den Gletschergarten von Cavaglià mit seinen faszinierenden Gletschermühlen werden wir ein anderes Mal erkunden. Erst werden wir noch ein klein wenig höher steigen. Ja, nun gut, zugegeben, allzu lange dauert der Aufstieg nicht. Die 100 Höhenmeter sind natürlich schnell geschafft. Das Panorama, das sich hier bietet, ist herrlich. Doch die immer wieder aufziehenden Wolken behindern leider den Blick in die Ferne. Hier im Restaurant Belvedere wollen wir erstmal eine kleine Stärkung zu uns nehmen und anschließend einen kleinen Spaziergang unternehmen. Die aufwendig angebrachten Trockensteinmauern sollen den Hang im Winter stabiler halten und das Tal vor Lawinen schützen. Und sie schmiegen sich sehr schön in die Landschaft ein. Die Silberdistel steht unter Naturschutz und wurde übrigens zur Blume des Jahres 1997 gewählt. Den Namen dieser Blume kenne ich leider nicht. Ich würde sie Wirrer struppiger nennen.
Nun kehren wir wieder zum Restaurant Belvedere zurück. Dieses ist bereits etwas verwaist, da es hier oben windiger und schnell kälter geworden ist. Auch für uns ein Grund, zur Bahnstation zurückzukehren. Bei der Station unten angekommen, genießen wir nochmals das Panorama. Leider hängen die Wolken nun noch tiefer, aber okay, es ist wie es ist. Schon bald fährt unser Zug, der uns zurück nach Poschiavo bringen wird, ein. Nicht schlecht, im warmen Zugabteil lässt sich die Landschaft ganz entspannt genießen. Der Zug hat schon eine beachtliche Länge. Deshalb kann man in den engen Kurven immer wieder die vorderen Wagen sehen. Das sieht sehr gut aus. Trotz des dunstigen Wetters kann man in der Ferne den Lago di Poschiavo erkennen. Diesen See werden wir in einer nächsten Episode näher erkunden. Okay, diese Episode geht zu Ende. Doch unsere Entdeckungsreise geht weiter. Nächstes Mal sind wir in Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen. Dort erkunden wir nicht nur das über der Stadt thronende Schloss, die wunderschöne Altstadt mit ihren Geschäften oder die Seepromenade mit herrlicher Aussicht auf die nahen Berge. Wir wollen auch über den Holzsteg nach Hurden laufen, den Kinderzoo vom bekannten Zirkus Knie aufsuchen und natürlich einiges mehr. Mir bleibt, dir fürs Zuschauen ganz herzlich zu danken. Teile und abonniere meinen Kanal und wichtig, drücke die Glocke, dann verpasst du keinen meiner Filme. Auch für deinen Kommentar danke ich dir herzlich.
Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bleib munter!